Stellt euch vor, es ist Sommer, ihr sitzt draußen, macht Mittagspause mit einem Kaffee und einem Buch und plötzlich aus dem Nichts werdet ihr angegriffen. Herzlich willkommen zu Schuld und Sühne, unserem True Crime Kanal. Mein Name ist Paulina Kraser. Und ich bin Laura Wohlers. Wir sind hier in einer kleinen Parkanlage im Berliner Stadtteil Pankow. Hier wird am 25. Mai 2018 eine junge Frau getötet. Der Fall ist bei Aktenzeichen XY zu sehen und bewegt ganz Deutschland. Mord am helllichten Tag an einem Bahndamm in der Hauptstadt. Vieles deutet auf ein Sexualverbrechen hin, doch im Urteil steht am Ende was ganz anderes. Melanie, so heißt die junge Frau, um die es heute geht, die ist selbstständig. Und an diesem Freitag arbeitet sie von zu Hause aus. Und um 14 Uhr, da schickt sie ihrer Freundin noch eine Sprachnachricht und sagt, sie geht sich jetzt ein bisschen sonnen und meldet sich danach nochmal. Das macht sie aber nicht. Und Melanies Freundin und andere Freunde sind irgendwann besorgt und beschließen, den Zweitschlüssel zu ihrer Wohnung zu holen und dann da mal nachzusehen. Und da treffen sie Melanie aber nicht an, sondern finden da nur ihr Portemonnaie. Und das versetzt sie in Sorge und dann rufen sie die Polizei. Ich mache mir ja schon Sorgen, wenn du dich eine Stunde nicht bei mir meldest und wenn du dann auch noch deine Sachen zu Hause hast und vielleicht sogar Fussel, dann würde ich wahrscheinlich auch zur Polizei gehen. Ja, jetzt bin ich aber erwachsen, Melanie auch. Melanie war 30 Jahre alt und deswegen konnte sie sich theoretisch aufhalten, wo sie wollte, ohne jemandem Bescheid zu sagen. Aber wenn sowas wie das Portemonnaie dann zu Hause zu finden ist, dann besteht schon Grund zur Sorge. Ja, es reicht nämlich nicht, wenn ihr einfach nicht mehr aufzufinden seid. Irgendwas muss schon auf eine Gefahr hindeuten, damit die Polizei auch nach euch sucht. Ja. Und 2 Tage lang suchen Melanies Freunde und Freundinnen nach ihr. Vergeblich. Am Ende findet sie einen Flaschensammler und zwar da hinten auf einem Grünstreifen und der ruft die Polizei. Wie so häufig kam sie Ende Mai vergangenen Jahres zum Entspannen in diese teils unübersichtliche Grünanlage. Nahe der S-Bahn-Gleise in Berlin-Pankow wurde bereits letzten Sommer ein Gedenkkreuz für sie aufgestellt. Wir treffen uns jetzt mit der Oberkommissarin Katharina Tomalla am Tatort. Was haben Sie hier denn vorgefunden, als Sie eingetroffen sind? Wir haben unten, wo der Mast ungefähr ist, auf der Höhe den Leichnam gesehen. Also von oben hat man schon einen Kopf gesehen. Dann war der Oberkörper und die Beine waren zugedeckt mit Gras. Man hat Füße gesehen und hier am Hang verteilt waren diverse Sachen. Es waren Kleid, Flipflops, ein Handy, Kopfhörer, ein Buch und eine Mütze. Und haben Sie an der Leiche schon irgendwas erkennen können? Was wir feststellen konnten, ist, dass sie keine Messerstiche hatte. Wir konnten auch sehen, dass sie auch keine Schusswunde hatte. Aber was dann nun wirklich passiert ist, wie sie zu Tode kam, das konnten wir hier vor Ort definitiv nicht feststellen. Hier sieht man, die Polizei stand halt alles oben und unten wurde dann die Spurensicherung durchgeführt am Leichnam des Opfers. Und war dann quasi auch der Fundort der Tatort? Das konnten wir nicht mehr nachvollziehen, aber es ist eher davon auszugehen, dass das Opfer hier oben lag, einen Sonnenbad genossen hat und hier oben vom Täter angegriffen wurde. Sie sprechen schon davon, was Sie sich vorstellen, was passiert ist. Aber als Sie das erste Mal jetzt hier den Tatort gesehen haben, was haben Sie denn gedacht? Dass die Frau getötet wurde, hier in unmittelbarer Nähe. Sie wurde nicht hierher transportiert. Das war uns klar, sie ist hier irgendwo in der Nähe getötet worden. Und woran ist sie dann letztendlich gestorben? Also sie ist erwürgt worden, aber wie das wirklich genau passiert ist, konnte man halt nicht mehr feststellen. Als Sie aber jetzt hier angekommen sind, da mussten Sie ja auch erstmal Aufgaben verteilen. Was war denn dann das Erste, was Sie gemacht haben? Das Erste, was war, dass wir gesagt haben, wir müssen die Leiche schützen. Ein Gewitter war im Aufzug und dann haben wir versucht, mit Spuren, also nicht kontaminierten Sachen, die Leiche abzudecken. Weil wir wollen ja auch nicht, dass Spuren übertragen werden. Aber uns ist es gelungen, hier wirklich noch eine gute Spurensicherung durchzuführen, die uns dann wirklich auch weitergebracht hat. Und dann haben Sie sich wahrscheinlich ein Handtuch genommen und sind dann ja auch aufs Präsidium gefahren mit den Zeuginnen und Zeugen, also den Freunden und Freundinnen. Genau, die standen auch hier, die waren auch hier gleich unmittelbar in der Nähe. Die sind auch von unseren Kollegen dann schon in Empfang genommen worden, dass man ihnen erklärt hat, es könnte sein, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass es sich um deren Freundin handelt, die da tot liegt. Und die haben wir dann sofort gebeten, mit uns mitzukommen. Das heißt, die haben ihre Freundin nicht da unten gesehen? Nee, okay. Nein. Das geht auch nicht. Ja. Nee, definitiv, es geht nicht. Wie ist das denn, Personen zu vernehmen, die selber so unter Schock stehen und ja auch traurig sind, aber sie müssen ja trotzdem an Informationen rankommen dann? Es ist sehr schwierig, weil auf der einen Seite stehen sie unter Schock, sind Freunde vom Opfer,
Auf der anderen Seite dürfen wir auch nicht außer Acht lassen, dass sie vielleicht auch Täter sind. Aber in dem Fall war es relativ schnell uns klar, von den Freunden ist es keiner gewesen. Da gab es keine Gründe, wieso jemand aus dem Freundeskreis, aus dem Bekanntenkreis so viel Wut auf sie gehabt hätte und sie deswegen umgebracht hätte. Und die haben wir dann bei uns auf der Dienststelle gehabt und die mussten wir auf der einen Seite so genau wie möglich vernehmen, auf der anderen Seite mussten wir sie auch betreuen, weil die komplett geschockt waren und noch nie sich Gott sei Dank in dieser Situation befunden haben. Was wir aber einen Vorteil haben, ist, dass wir bei uns im Haus Psychologen haben, die sowohl für uns da sind, wenn wir Probleme haben, wenn wir deren Arbeit brauchen, aber auch die für bei Zeugen, Betroffenen einsetzen können, dass die quasi eine Betreuung übernehmen können, gar nicht Fragen, die wir haben als Ermittler, sondern ganz andere Fragen stellen können. Da ziehen wir uns auch komplett raus. Relativ schnell ist also klar, es war niemand aus Melanies Umfeld. Frau Tomalla muss also von einem unbekannten Täter oder einer unbekannten Täterin ausgehen und wendet sich deshalb an die Öffentlichkeit. Frau Tomalla, Sie haben ja unter anderem Fotos, also Plakate aufgehangen, richtig? Ja, wir haben Plakate mit dem Foto des Opfers, mit ihrem Kleid und der Mütze aufgehängt. Wir wollten wissen, ob diese Mütze irgendjemand bekannt vorkommt, ob man das Opfer gesehen hat. Und ob man gesehen hat am 25., dass das Opfer sich hier in dem Bereich aufgehalten hat. Sie haben sich dann ja an noch eine größere Öffentlichkeit gewendet und sind auch ins Fernsehen gegangen, zu Aktenzeichen XY. Es wurde viel spekuliert, was dort passiert sein könnte. Auf den Stand der Dinge bringt uns jetzt Kriminaloberkommissarin Katharina Tomalla. Ja, das ist die Mütze, die der Täter am Tatort verloren hat. Es ist eine H&M-Mütze, ein älteres Frauenmodell, Größe 58. Daher fragen wir, wer kennt eine Person, die bis zum 25.05.2018 diese Mütze besessen hat? Und diese Mütze, die war ja auch noch wegen einer ganz anderen Sache wichtig, ne? Ja, wir haben bei der Spurensicherung am Körper des Opfers DNA unter den Fingernägeln gefunden, im Gesicht und am Hals. Und genau die gleiche DNA haben wir an der Mütze gefunden. Also von daher war für uns da sofort klar, der Täter ist der Träger dieser Mütze gewesen. Er muss sie während der Tat verloren haben. Und die DNA war männlich. Was aber wir dann erstmal keinen Schritt weiter waren, weil der Abgleich in der deutschen Datenbank nichts ergeben hat. Aber in der spanischen Datenbank, da gab es einen Treffer, und zwar zu Stojan A. Der ist dann nämlich wegen Raub vorbestraft. Und den findet man auch bei seiner Mutter und der wird dann nach Deutschland gebracht. Als Stojan A. dann nach Berlin gekommen ist, da haben Sie dann die Vernehmung mit den Herren geführt, oder? Genau, mit einem Kollegen haben wir dann die Vernehmung, das Vernehmungsangebot unterbreitet. Und mein Eindruck von dem Tatverdächtigen war, dass er in den paar Sätzen, die er gegenüber uns geäußert hat, schon den Eindruck vermittelt hat, eigentlich ist er nicht schuld daran, dass das Opfer gestorben ist, sondern angeblich hätte das Opfer ihn angegriffen und er musste sich eigentlich nur wehren, dem wir natürlich keinen Glauben geschenkt haben. Was haben Sie denn geglaubt? Wir persönlich als Team haben geglaubt, dass er rein zufällig hier entlang gegangen ist, gesehen hat, wie das Opfer oben ein Sonnenbad genommen hat. Wir davon ausgegangen sind, dass er versucht hat, sie zu vergewaltigen, sie sich gewehrt hat, heftigst gewehrt hat, sie ihm auch Wunden beigefügt hat und er sie dann getötet hat. Diese Wunden, da haben Sie auch nach gesucht, ne? Nach einem Täter mit Wunden. Genau, wir suchten nach einem Täter, der Kratzer entweder am Unterarm oder im Gesicht haben könnte. Und das hatte er nachher auch? Er hatte frische Kratzer im Gesicht. Das ist ein Bild, was am 27. Mai entstanden ist, morgens in den Morgenstunden. Da sieht man bei dem Tatverdächtigen Kratzer im Gesicht, an der Nase und auf der rechten Wange. Also Ihre Theorie war eine versuchte Vergewaltigung? Man weiß es ja nicht. Man weiß es, aber man muss es ja beweisen können. Und diese Theorie der Vergewaltigung konnten wir definitiv nicht beweisen. Ob das Gericht das genauso gesehen hat, das schauen wir uns gleich an. Aber ich habe noch eine letzte Frage. War dieser Fall in irgendeiner Art besonders für Sie? Insofern besonders, als dass zum ersten Mal in meiner Laufbahn als Kriminalbeamtin ich ein komplettes Zufallsopfer hatte. Sie war zur falschen Zeit am falschen Ort. Aber es hätte wahrscheinlich ja keinen Mann getroffen. Ist davon auszugehen. Das kann ich persönlich jetzt ausschließen, dass es genauso abgelaufen wäre, wenn dort ein Mann gelegen hätte und sich in der Sonne gesonnt hätte. Den hätte es nicht getroffen. Es hat, weil sie eine Frau war.
Das haben jetzt hier gerade ja offenbar auch Freunde oder Bekannte oder wer auch immer von Melanie hier aufgehangen, Plakat, dass die Gewalt gegen Frauen stoppen muss. Sie war 30, einen Kaffee holen gegangen und nie zurückgekehrt. Genau so war es. Frau Tomala, vielen Dank für die Zeit. Ja, danke. Das hier ist das Landgericht Berlin und hier wird Stojan A. 2019 im März der Prozess gemacht. Nach den Ermittlungsergebnissen von Frau Tomala und ihrem Team nämlich wird er von der Staatsanwaltschaft angeklagt wegen Mordes und versuchter Vergewaltigung. Die Staatsanwaltschaft forderte im Plädoyer lebenslange Haft für den Angeklagten. Die Verteidigung beantragte eine Freiheitsstrafe unter 10 Jahren. Und vor Gericht steht er immer noch dazu, dass er Melanie nicht töten wollte. Er sagt jetzt, er wollte ihr das Handy klauen, aber das Handy hat er gar nicht mitgenommen. Trotzdem verurteilt ihn das Gericht wegen Mordes zur Verdeckung einer anderen Straftat, und zwar wegen des versuchten Raubs des Handys, zu einer lebenslangen Haftstrafe. Ja, die versuchte Vergewaltigung konnte man ihm nicht nachweisen, weil Melanies Körper eben wegen der hohen Temperaturen schon zu verwest war. Es macht jetzt allerdings auch nicht so den Unterschied, ob man wegen Verdeckung eines Raubes oder wegen Verdeckung einer Vergewaltigung verurteilt wird, zumindest was das Strafmaß angeht. Also ich finde das Urteil jetzt schon eher unbefriedigend. Voll. Weil man fragt sich ja, warum sollte jemand, der ein Handy klauen will, dann gerade das Handy zurücklassen? Kaufst du ihm also nicht ab? Nee. Nee. Mir tut das halt für den Vater total leid, weil der war auch hier beim Prozess mit dabei. Und der hat halt am Ende gesagt so, okay, also meine einzige Tochter wurde wegen eines Handys ermordet. Das ist völlig irrsinnig. Was hat euch am meisten an dem Fall bewegt? Schreibt uns das doch mal in die Kommentare. Und klickt die Glocke für unseren Kanal, damit ihr in Zukunft nichts verpasst.